Liebe Geschwister im Islam, der Prophet alaihi salatu wasalam saß eines Tages mit seinen Sahaba in der Moschee und es kam ein Mann herein mit sehr weißer Kleidung, mit sehr schwarzen Haaren und an ihm war kein Zeichen der Reise vorhanden. Und das ist der berühmte Hadith Jibril. Und eine Frage, die er gestellt hat, von mehreren Fragen, die er gestellt hat, war: Akhbirni anil Iman. Berichte mir über den Iman. Iman, was sehr häufig im deutschen Sprachgebrauch als Glaube übersetzt wird. Und dann hört man immer diesen doofen Spruch: Glaube heißt nicht Wissen. Glaube heißt nicht Wissen. Mit anderen Worten, man kann die Religion ruhig anzweifeln, weil Glaube heißt ja nicht Wissen. Glaube heißt ja, ich glaube, ja. Aber erstmal ist das falsch. Denn wenn ich zum Beispiel glaube, dass 1 plus 1 2 ist, dann basiert das auf einer Tatsache. Und wenn ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist, dann basiert das auf einer Annahme. Aber unser Glaube basiert auf Tatsachen. Auf jeden Fall fragt er ihn nach dem Iman im islamischen Sinne. Und dann sagte der Prophet, alaihi salatu wasalam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa liyom al-akhir wa tu'mina bil kadri khairihi wa sharri. Das heißt, dass du an Allah glaubst und an seine Engel und seine Bücher und seine Propheten und an den jüngsten, an den letzten Tag und an seinem Qadr mit seinem Guten und seinem Schlechten. Jedenfalls die erste Säule des Imans, deswegen sagt man, der Iman im islamischen Sinne besteht aus 6 Säulen. 6 Säulen des Glaubens, des islamischen Dogmas oder der islamischen Dogmen sind diese 6 Säulen. Der erste, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu gehören wieder Unterkategorien, wie zum Beispiel erstens der Glaube an seine Existenz, an Wujudihi, zweitens der Glaube an seine Rububiyya, an seine Herrschaft, das nächste der Glaube an seine Ilahiyya, dass er derjenige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, und der Glaube an seine Namen und Eigenschaften. Al-Iman bi Asmahihi wa Sifatihi. Und der häufigste Name, den wir im Koran von Allah lesen, ist welcher Name? Der Name Allah. Der häufigste Name von Allah, den wir im Koran lesen oder in der Sunna lesen, ist der Name Allah. Viele denken dann, wenn man sagt, ja, was ist der häufigste Name, den man im Koran lesen, denken sie erstmal an Ar-Rahman, Ar-Rahim, oder, ja, weil alle Suren mit Ar-Rahman, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim anfangen, außer Suratul Tauba. Dann denken sie erstmal, der häufigste Name ist Allah. Und Allah, ja, ist verbunden mit dem Wort Al-Ilah. Und Ilah ist Al-Ma'bud. Das bedeutet, deutet dieser Name Allah darauf hin, dass er derjenige ist, der die Ibadah verdient, der es verdient, angebetet zu werden. Und wenn wir dann schauen, was sind die zweitmeisten Namen von Allah im Koran, dann sehen wir, dass das Namen sind, die mit seiner Vergebung zu tun haben. Es gibt so viele Namen, die mit der Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala zu tun haben. Mit seiner Gnadengabe zu tun. Al-Ghaffur, Al-Ghaffar, Al-Rahim. So viele Namen, die mit seiner Vergebung zu tun haben. Und Allah liebt es zu vergeben. Und der Prophet alayhi salatu wasalam sagte sogar: Law lam tuznibu la dhahab Allahu bikum. ثُمَّ لَيَاتِ بِكَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Würdet ihr keine Sünden machen, würde Allah euch vergehen lassen, sozusagen, sinngemäße Übersetzung. Und dann würde er mit einem vollkommen die Sünden begehen und Allah dann um Vergebung bitten und dann würde er ihn vergeben. Diesen Hadith darf man nicht falsch verstehen, nicht, dass jetzt jemand sagt, ach super, dann begehe ich jetzt Sünde. Weil die aufrichtige Vergebung, die aufrichtige Reue, deswegen haben wir auch den Namen At-Tawwab, auch aus dieser Reihe von Namen, die mit Vergebung etc. zu tun haben, ist ja, dass ich wirklich etwas bedauere, was ich getan habe. Nicht, dass ich etwas plane, ach ja, ich gehe morgen eine Sünde, übermorgen mache ich Tauba. Dann hast du ja schon von vornherein nicht diese Nedem, dieses Bedauern in deinem Herzen. Aber es ist eine Eigenschaft von uns Menschen, dass wir Fehler begehen. Kullu bani Adam khata wa khayru khata'ina tawwabun.
Jeder Sohn Adams macht Fehler und die besten von denen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die Tauba machen. Das heißt, dieser Hadith oder diese Hadithe, diese Aussagen des Propheten a.s.w. und die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sollen für uns kein Freifahrtschein sein, Sünden zu begehen, sondern sie sollen für uns eine Hoffnung sein, wenn wir aus unserer menschlichen Natur Fehler gemacht haben. Denn der Scheitan hat zwei Methoden, die er sehr, sehr gerne benutzt. Die erste Methode ist, wir wissen, was ist sein Mittel? Alladhi waswisu fi suduri nas, der dir in die Herzen, in die Brüste der Menschen einflüstert. Die erste Methode ist, er sagt, hey, du bist noch jung. Allah ist vergeben, barmherzig, komm, mach weiter die Sünde, komm, kein Problem. Allah wird dir schon vergeben. Irgendwann, wenn du 185 Jahre alt bist oder 200 Jahre alt bist, dann kannst du Hajj machen. Und Al-Hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Die angenommene Hajj für sie, die gut geführte Hajj, gibt es keinen anderen Lohn als Paradies. Man hajj hadha al-bayt wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummuhu. Wer Pilgerfahrt zu diesem Haus macht und keine Obszönitäten dabei macht und keine Frevelei dabei macht, kehrt zurück wie der Tag, an dem ihn seine Mutter geboren hat. Das heißt, du hast noch Zeit. Typische Methode vom Scheitan. Wie viele kennt ihr, die so leben? Wie viele Jugendliche kennt ihr? Ja, jetzt nicht, aber irgendwann. Ganz gefährlich. Und man kann es immer, 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 immer wieder wiederholen. Immer wieder wiederholen. So wie auch viele Sachen im Koran wiederholt werden. Erstens, du weißt nicht, wann du stirbst. Zweitens, die Sünde ist nicht nur etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala aufschreiben lässt. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Das heißt, ja, wenn die zwei Schreibenden auf der rechten, auf der linken aufschreiben, er äußert kein Wort, außer dass bei ihm ein Beobachter bereit ist, der das aufschreibt. Nein, die Sünde ist auch etwas, was dich von Allah entfernt. Und ich bringe immer wieder dieses Beispiel, wie jemand, der in das Meer hineinschwimmt. Umso weiter er in das Meer hineinschwimmt, umso größer ist die Gefahr, dass er nicht mehr an das Land zurückkehrt. Wie wir es dieses Jahr sehr häufig erlebt haben, deswegen ist es vielleicht sehr greifbar, dieses Beispiel. Wie viele Badeunfälle gab es dieses Jahr? Die Leute, nachdem Corona weg war, sind ins Wasser geschwommen, immer weiter ins Wasser rein. Ah, ich will weit schwimmen, auf einmal kam eine Flut, kam ein Strudel, tot. Wie viele Leute sind gestorben? Aber das Meer der Sünden ist gefährlicher. Umso weiter du um das Meer der Sünden hineinschwimmst, umso größer ist die Gefahr, dass du in dem Meer der Sünden versinkst und nie mehr an das Land zurückkehrst. Es ist sehr gefährlich. Und umso weiter du reinschwimmst, umso schwerer ist es zurückzukommen, weil die Sünde nicht nur etwas ist, was geschrieben wird, sondern die Sünde etwas ist, was dein Herz beeinflusst. رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihren Herzen niedergelassen. Das ist erstmal das Grundprinzip. Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben, wir sollen aber auch nicht achtlos sein und machen, was wir wollen. Und ich habe einmal mit einem Scheich gesprochen, Mohammed Saad al-Azhari, das ist einer der längsten Schüler von Sheikh Abu Ishaq al-Hawaini. Und da meinte er zu mir, Abu Hamza, du musst mal so eine Seite aufmachen, wo du Fragen beantwortest von Leuten. Und du wirst merken, dass da sehr, sehr viele Leute kommen, die die Religion nicht besonders praktizieren und die dir die seltsamsten, einfachsten Fragen stellen, von Sünden, die sie gemacht haben, aber du spürst bei ihnen, dass sie das, was sie getan haben, richtig bereuen. Und er sagte, das ist manchmal gut für uns, die die Religion äußerlich praktizieren, weil der Scheitan kommt bei uns auch schnell mit der Methode, dass er uns Hochmut in die Herzen hineinflüstert. Und glaub mir, ich habe das so erlebt, wo manchmal Leute kommen mit Sachen,
und du spürst so richtig, wie sie bestimmte Sünden bereuen. Und du denkst dir, la hawla wa la quwwata illa billah. Bist du hochmütig? Bist du persönlich hochmütig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala geworden? Bist du persönlich hochmütig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala geworden? Ja, dass man vielleicht auf einmal denkt, man wäre was Besonderes, weil man mit Bart rumläuft und weil man vielleicht Dawa macht und weil man vielleicht bei der Hatsch gewesen ist oder in die Moschee geht oder zum Freitagsgebet geht. Und das ist gerade hier in Deutschland gefährlich. Weil wir haben so viele Leute um uns herum, die gar nichts praktizieren. Und da kommt man sich schnell vor wie der Heilige. Da kommt man sich vor wie Aulia, wie von Auliaullah, nur weil um einen herum in der Gegend Leute sind, die gar nichts machen. Aber vielleicht ist derjenige, der die Sünden macht und aufrichtig bereut, näher zu Allah als du. Und hier ist eine Sache, eine Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, die vielen gar nicht bewusst ist. Manchmal kann eine Sünde, die du machst, eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala für dich sein. Manchmal kann eine Sünde, die du machst, eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala für dich sein. Und wir haben alle genügend Sünden. Wie kann das sein, Abu Hamza? Wie kann eine Sünde eine Gnade für dich sein? Erstmal, indem Allah dich rechtleitet, von dieser Sünde Tauba zu machen. Denn der Prophet a.s. sagt, At-taibu min dhanbi kaman la dhanba la. Der Tauba macht von einer Sünde, ist wie derjenige, der keine Sünde gemacht hat. Und dann, dass du durch diese Sünde merkst, wie sehr du Allah subhanahu wa ta'ala brauchst. Wie sehr du von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig bist. Wie schwach du bist ohne Allah subhanahu wa ta'ala. Wo du enden könntest, wenn Allah dich nicht recht geleitet hätte. Und dass dich die Sünde dazu führt, mehr Istighfar zu machen. Und mehr um Rechtleitung zu bitten, weil du dir sagst, guck mal, was für eine Sünde ich reingefallen bin. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das mir passiert. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass mir das passiert. Der Typ, der in die Disco geht, der vielleicht nicht viel praktiziert hat, damit gerechnet. Aber du hast damit nicht gerechnet. Warum? Weil du auf einem ganz anderen Weg warst. Und dann macht dich das bewusst, dass du für die Rechtleitung, die du hast, Allah dankbar sein musst. Wir müssen alle dankbar sein. Wir können nicht dankbar genug sein, dass Allah uns recht geleitet hat. Sei dankbar, dass Allah dich nicht homosexuell gemacht hat. Hört sich blöd an. Soll ich euch sagen, was ich vor kurzem für eine Frage bekommen habe? Ich meine, weiß ja sowieso niemand, wer das ist. Eine Person, ich hab sie erst gar nicht richtig kapiert. Ich sage ja dann, heirate die Person doch. Ja, dann sagt die Person, ja, ich bin dasselbe Geschlecht. Ich sage, wie? Das gibt's ja gar nicht. Dann sagt die Person, ja, ich hatte dieses Gefühl noch nie gehabt. Normalerweise bin ich also heterosexuell. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen Allah dankbar sein, dass er uns recht geleitet hat. Und das ist etwas, was viel zu kurz bei uns kommt, was wir auch oft vergessen. Ja, wir gehen jedes Jahr im Ramadan, gehen wir fasten. Oh, wie viele fasten nicht? Und wir denken, wir sind was Besonderes. Wir sind vielleicht schon bei der Hatsch gewesen, wir kommen zum Jumu'ah-Gebet. Wie viele gibt es, die das nicht machen? Wir essen kein Schweinefleisch. Wir essen nur Halal. Oh, wie viele gibt es, die das nicht machen? Wir trinken keinen Alkohol. Wie viele gibt es, die Alkohol trinken? Wir begehen keinen Zina. Diese Basics, Grundlagen vom Islam. Aber für jede einzelne dieser Sache, subhanallah, muss man Allah dankbar sein. Denn wenn er will, bist du ganz woanders. Überlegt euch mal eine Sache.
eine Frau zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam, die verheiratet war, ist in Sina reingefallen. In Sina reingefallen. Und sie geht zum Propheten alayhi salatu und sagt, dass sie es gemacht hat und sie ist schwanger geworden. Und was will sie? Sie will, dass sie gesteinigt wird. Weil sie weiß, dass wenn sie die Strafe in Dunya bekommt, dass dann 100% die Strafe in Achira nicht kommt. Und die Strafe in Achira im Jenseits ist schlimmer als die Strafe in Dunya. Jetzt Frage an jeden hier. Wer hätte gesagt, ich lasse mich steinigen? Und wer hätte gesagt, ich mache Tauba zu Allah, Allah wird mich schon vergeben? Denn Allah vergibt tatsächlich die Sünden mit Tauba. Aber bei ihr war der Iman so stark, dass sie gesagt hat, ja, Allah vergibt die Sünden, aber ich will die hundertprozentige Sicherheit haben, dass meine Reue auch aufrichtig gewesen ist. Und er schickt sie weg, bis sie das Kind zur Welt gebracht hat. Und dann kommt, guck mal, in der ganzen Zeit, wer weiß, wie oft die schon um Vergebung gebeten hat. Jetzt, die Zeit ist lange vergangen, schau dir diesen Iman an. Wenn diese Frau, und die kommt immer wieder und er schickt sie nochmal weg und am Ende, sie wird gesteinigt und der Prophet bezeugt bei den Menschen, dass Allah ihr vergeben hat. Wer von uns hätte diesen Iman? Ich glaube keiner. Denke ich zumindest, gehe ich von aus. Ja? Ich möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber wenn diese Frau in eine große Sünde hineingefallen ist, wie ist es mit uns? Und das zeigt uns, wie abhängig wir von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und wie wir uns ablenken lassen. Ich habe gesagt, der erste Weg des Scheitans ist, was? Dass er den Menschen einredet, Allah ist vergebend, barmherzig, mach weiter Sünden. Falsche Methode, weil erstens die Sünde entfernt dich von Allah. Zweitens, die Sünde ist etwas, was dein Herz verändert. Drittens, du weißt nicht, wann du stirbst. Die zweite große Gefahr ist, und das ist sehr gefährlich, dass er dir einredet und da, ich merke, bei so vielen Menschen, die mich anschreiben, ich bin zu dreckig, Allah wird mir nie vergeben. Das ist noch gefährlicher. Warum? Weil das ist die Eigenschaft von Allah. Wer bist du zu sagen, Allah wird dir nicht vergeben? Verzweifel nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafuru rahim. O meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich, er ist der Vergebene, der Barmherzige. Das sagt Allah nochmal, er nennt nochmal seinen Namen. Er nennt nochmal seine Eigenschaften. Dass wir es nicht vergeben. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Und das sind für uns sehr, sehr wichtige Punkte. Dass wir erkennen, dass wir einen barmherzigen Herrn haben. Und warum habe ich angefangen mit dem Hadith, mit den 6 Säulen des Iman? Was war die erste Säule des Iman? Der Glaube an Allah. Und ich habe gesagt, dazu gehört der Glaube an die Namen und Eigenschaften von Allah. Und der ist sehr eng verbunden mit dem Glauben an die 5. Säule des Imans, nämlich der Glaube an Al-Akhirah, an das Jenseits. Denn was ist das Jenseits? Das Jenseits ist das Instrument, indem Allah seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und seine Gerechtigkeit manifestiert. Das Jenseits. Und deswegen der Schlüssel, durch dieses Leben zu gehen, und erfolgreich zu sein, ist es, sich nicht vom Dunya täuschen zu lassen und das Jenseits nicht aus dem Auge zu verlieren. Nochmal, der Schlüssel zum Erfolg in diesem Leben in diesem Leben, damit meine ich, dass wir am jüngsten Tag das Zeugnis bekommen,
Nicht während wir in diesem Leben weilen. Ja. Der Schlüssel zum Erfolg in der Schule ist der Erfolg, wenn du das Abschlusszeugnis bekommst. Nicht während du in der Schule Fußball spielst in der Pause. Ja. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Leben, dass du dein Zeugnis, dein Buch in die rechte Hand bekommst, ist, sich nicht von der Dunja täuschen zu lassen und das Jenseits fest im Auge zu behalten. Denn dann wirst du dich von den Sünden fernhalten und dann wirst du wissen, dass du einen vergebenen Herrn hast, wenn du eine Sünde machst, dass du um Vergebung bittest. Akulu kauli hadha wa astaghfiru laha li wa lakum fa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ich habe gesagt, der Schlüssel zum Erfolg in diesseits, das heißt, dass man das Buch in die rechte Hand bekommt, ist am jüngsten Tag, dass man sich nicht von der Dunya täuschen lässt und dass man das Jenseits im Auge behält. Und wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ehrlich gesagt, durch eine persönliche Erfahrung, wo ich mich selber erwischt habe am Wochenende, ja, wo ich zu Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht habe, für eine weltliche, eigentlich unwichtige Angelegenheit. Ja? Also wenn jetzt jemand sagen würde, er wollte heiraten und wollte die Frau heiraten, damit er die Hälfte seiner Religion... Für eine weltliche, unwichtige Angelegenheit habe ich eine Dua gemacht. Und die Dua ist erhört worden von Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Aber ich habe so viel Dua gemacht. Und während ich Dua am Machen war, habe ich gedacht, boah krass, du machst jetzt so Dua für diese weltliche Angelegenheit, die eigentlich, also die hat sich innerhalb von einer kurzen Periode, musste sich das entscheiden. Wann hast du das letzte Mal so krass Dua gemacht für Jenseits? Dass deine Sünden vergeben werden, dass Allah dich ins Paradies führt, festigt und so weiter und so fort. Und ich hatte ehrlich gesagt ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Natürlich, man kann für Sachen, die halal sind, Dua machen. Du kannst auch Dua machen, dass du einen Parkplatz findest, damit du beispielsweise schnell in die Moschee reinkommst. Aber, und jetzt stelle ich euch die Frage, weil ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, dem das so geht. Bestimmt nicht. Wie oft ist es so, dass man mit irgendwelchen weltlichen Sachen etwas zu tun hat, die nichts mit Achira großartig zu tun haben, nur einfach mit einer persönlichen Freude und man ist so stark mit dem Herzen verbunden und macht zum Beispiel auch Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass das funktioniert. Ja? Vielleicht stehst du sogar in der Nacht auf, dass es klappt. Ja. Aber wie oft ist es so, dass wir das für das Jenseits machen. Natürlich, insgesamt gesehen, machen wir das bestimmt für das Jenseits mehr. Weil um das Jenseits geht es ja dein ganzes Leben. Um diese eine Sache, jetzt weltliche Sache, ging es nur am Wochenende, nicht heute oder morgen. Da brauche ich keine Dua mehr dafür zu machen. Und rein theoretisch machen wir eigentlich bei jedem Gebet Dua. Ihdina as-sirata al-mustaqim, führe uns den geraden Weg. Aber ich rede davon, dass das Herz so richtig dabei ist und dafür schlägt. Ja, subhanallah. Aber warum ist das so? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Es liegt daran, weil wir das Jenseits nicht so verinnerlicht haben, wie die Sahaba das verinnerlicht haben. Und warum haben wir das nicht so verinnerlicht? Weil wir uns nicht mit dem Koran so beschäftigen wie die Sahaba. Tadabbur, dass wir darüber nachsinnen. Fast auf jeder Seite im Koran ist etwas von Akhira. Der Koran, ihr seht, der lag jetzt einfach dort. Ich habe den nicht vorher hingelegt. Wer hat den da hingelegt? Der ist jetzt vielleicht nicht hier. Guck mal, auf fast jeder Seite im Koran findest du etwas über Akhira. Guck hier. Erster Vers hier. Yubashirum Rabbum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ich habe einfach aufgeschlagen. Das ist die Medizin. Dies zu verinnerlichen, darüber nachzudenken. Weiter. Da, hier. Hier,
kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Direkt an Allah und den jüngsten Tag. Überall findest du das. Stark. Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Wa'adda lahum 'adhabun muhina. Wahrlich diejenigen, die Allah und dem Gesandten Schaden zufügen wollen, sinngemäß, ja, die hat Allah verflucht im Diesseits und Jenseits und hat für sie eine schmähliche Strafe vorbereitet. Ich könnte jetzt weiter so aufschlagen. Was ich euch damit sagen will, ist, dieses Buch ist eine Medizin. Und damit müssen wir uns täglich auseinandersetzen, damit das bei uns lebendiger wird. Und dann müssen wir uns bewusst sein, wie endlich dieses Leben ist. Wie endlich und wie kurz dieses Leben ist. Und das finden wir auch wieder im Koran. وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Und das diesseitige Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Aber das wahre Leben ist das jenseitige Leben, wenn sie es nur wüssten. Wenn du der reichste Mann der Welt gewesen bist, der erfolgreichste Mann der Welt gewesen bist, und du stirbst im Kuffer, was hast du gehabt von dieser Welt? Der Prophet a.s. berichtet davon, dass derjenige, der das schönste Leben hatte, von denen, die in die Hölle gehen, am jüngsten Tag in die Hölle getan wird und rausgezogen wird, nur einen kurzen Moment, und dann wird ihn gefragt, hast du jemals etwas Gutes erlebt? Und er wird sagen, nein, niemals. Und derjenige von den Leuten des Paradieses, der das schlechteste Leben gehabt hat, der war vielleicht krank und arm und alles drum und dran, der wird nur einen Moment ins Paradies getan und rausgezahlt und wird er gefragt, hast du jemals etwas Schlechtes erlebt? Und er wird sagen, nein, niemals. Das alles vergessen. Weil das diesseitige Leben ist nur zur Verstreuung. Das wahre Leben ist das jenseitige Leben. Und das ist der Grund, warum die Menschen in die Irre gehen. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. وَغَرَتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Und das diesseitige Leben hat euch getäuscht. Hat euch getäuscht. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, das diesseitige Leben, egal wie erfolgreich du bist, jeder wird in die Erde reingehen. Und gerade die, die am erfolgreichsten sind, sind oft die unglücklichsten Menschen. Ich habe eben mit deinem Bruder darüber gesprochen. Da ging es darum, um Bill Gates. Ja? Da meinte er, ja, warum soll der jetzt noch so viel Geld verdienen wollen? Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, die reichen Menschen haben immer am meisten Angst, ihr Geld zu verlieren. Und die wollen immer mehr. Das sagt der Prophet sogar in einem Hadith. Die wollen immer mehr. Und da habe ich ihm das Beispiel gegeben von Floyd Mayweather. Boxweltmeister. Das ist der einzige Boxer, der 1 Milliarde mit seinem Sport gemacht hat. Der kommt nach Deutschland. Normal musst du denken, 1 Milliarde, ein Privatjet, der hat das ganze Entourage mit sich, Leute, die ihn beschützen und Schmuck. Er weiß gar nicht, wo er sein Geld ausgeben soll. Der kommt nach Deutschland und macht ein Meet-and-Greet-Meeting. Ja? Meet-and-Greet-Meeting. Das heißt, wenn Leute den treffen wollen, ein Foto mit ihm schießen wollen, dafür nimmt der, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe, 300 Euro pro Person. Da muss ich mal vorstellen. Weil er sagt, das heißt, obwohl er das überhaupt gar nicht nötig hat, versucht er dann noch hier ein paar tausend Euro rauszukassieren. Aber das ist das. Glückseligkeit lässt sich nicht am Kontostand messen. Das ist das Schöne, auch wenn wir unsere Religion richtig praktizieren. Dass wir nicht nur das Jenseits gewinnen, sondern auch noch das Diesseits. Denn Glückseligkeit lässt sich nicht am Kontostand messen, sondern ist im Herzen eines Menschen. Und ihr kennt das wahrscheinlich selber, aus euren Ländern. Wenn ich zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern bin, ganz arm, was heißt ganz arm? So für deutsche Verhältnisse arme Menschen, ja, haben so ein Haus, okay, die haben das jetzt ein bisschen eingerichtet, wo es immer reingeregnet hat und so weiter und so fort, weil da so Dings durch ist und nichts Besonderes. Aber da kommt die ganze Familie zusammen, da gibt es Essen und du spürst doch kein Unglück. Die haben kein Auto. Stell dir mal vor, hier in Deutschland hast du kein Auto.
Oder kannst du dir kein Auto leisten, vielmehr. Es gibt schon einige, gerade Studenten, die kein Auto haben, wenn die in der Großstadt wohnen oder so. Aber die können sich gar kein Auto leisten. Das würde ich damit sagen. Aber das ist nicht das, was dich glücklich macht. Lasst uns, und das ist mein Ratschlag, den ich hier geben will, nicht vom diesseitigen Leben täuschen. Und macht zu eurem Fokus. Und dieser Ratschlag gilt an erster Stelle an mich. Denn ich habe euch extra die persönlichen Beispiele gegeben, wo ich mich selber erwischt habe. Wo ich so fixiert bin auf eine Dunja-Angelegenheit, die nicht haram ist. Ja? Und mir frage, warum? Was, du könntest morgen sterben. Wer gibt dir die Garantie, dass du heute nach Hause fährst? Und dieses Beispiel bringe ich auch immer wieder, weil ich es sowas von krass finde. Vor einigen Monaten in Köln, und ich habe das schon mal erzählt, aber trotz alledem können wir uns daran immer erinnern, weil das so ein krasses Beispiel ist. Da fährt eine Frau mit ihrem Auto und da kracht auf der Autobahn eine Betonmauer raus und genau auf ihr Auto. Diese Betonmauer war über 14 Jahre dort und 6 Tonnen schwer. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tonne, diese Mauer, als sie dort eingebaut worden ist, genau diese Frau an dieser Sekunde erwischt? Wäre die einen km/h schneller gefahren? Wäre die eine Sekunde früher losgefahren? Wäre die 5 Meter weiter links gefahren? Wäre die eine Sekunde später losgefahren, wäre nichts passiert. Aber die ist genau an diesem Tag losgefahren. Vor 2 Jahren, mein Schwager, fast genau vor 2 Jahren, am 11. September 2019. Was ist ihm passiert? Er stand mit dem Auto in Marokko, kommt von hinten. Also der Schwager hat ein Auto, aber die Eltern können auch nicht. Das ist ein Herr, jemand kommt und erzählt zu und da hast du eben gesagt, die haben kein Auto. Der Schwager hat ein Auto. So. Hey, Pierre Vogel lügt. Pierre Vogel sagt einmal dies, einmal das. Ja, also, um das klarzustellen. Ja, es gibt einige Leute draußen, die hören sich am Vortag an im Internet und sagen, guck mal hier, was er für Lügen erzählt. So. Also das eine ist der Schwager, das andere die Eltern von meiner Frau und so weiter. Okay. Was passiert? Fährt ein LKW hinten auf ihn drauf. Bumm. Tot. Rahimullah, wer gibt dir die Garantie, dass du heute hier rausfährst, fährst bei der nächsten Ampel und es kommt nicht von rechts ein LKW, der bei Rot drüber fährt? Gib mal ein bei YouTube. Tödliche Unfälle. Tödliche Unfälle. Wenn du mit 50 km/h über die Ampel fährst und du hast Grün, du machst keinen Fehler. Und von links oder von rechts kommt ein LKW mit 50 km/h, weil der bei Rot durchfährt. Der macht den Fehler. Was das dann ist, dann bleibt von dir nicht mehr viel übrig. Oder der kommt auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Gib mal bei YouTube ein, tödliche Unfälle. Oder Fatal Accidents auf Englisch, dann wirst du sehen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die das Ziel, nämlich das Jenseits, in den Augen behalten und die sich nicht von der Dunya täuschen lassen und zu denjenigen machen, die Allah um Vergebung bitten und an seiner Barmherzigkeit nicht zweifeln und nicht verzweifeln. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhab an-nar. Allahumma izil islam al-muslimin. واغفر للشرك المشركين ربنا إنا ظلمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم السلام يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا